da ist dein Kabarett. Mit deinem Conferencier. Und da ist deine Stadt, die Berlin heißt. Anna, ein Stück darum, wie sich letztendlich zwei Liebespaare verhalten in der Zeit des aufkommenden Nationalsozialismus. Also es geht darum, um eine Nachtclubsängerin, die sich in einen Schriftsteller verliebt, der nach Berlin reist, um dort das Nachtleben kennenzulernen. Und das andere Pärchen ist ein Obstladenbesitzer, nämlich Herr Schulz, und eine Pensionsbesitzerin, Fräulein Schneider. Es gibt zum einen eben die Handlungsebene, das sind diese beiden Liebesgeschichten. Und das andere ist die Clubebene. Und in der Clubebene, im Kit Kat Club, wo die Sally Bowles, die Nachtclubsängerin, auch arbeitet, werden eben Shownummern aufgeführt, die gleichzeitig aber auch die Handlungsebene kommentieren. Ich habe schon einmal Kabarett inszeniert, aber jetzt ist natürlich ein neues Cast und neue Leute. Wir haben ganz tolle Tänzerinnen und Tänzer ausgesucht. Von dem Tanzstil habe ich versucht, verschiedene Tanzstile zu mischen. Also wir haben ein bisschen Stepptanz drin, wir haben sogar auch Hip-Hop-Elementen drin, aber natürlich habe ich die Charleston-Schritte auch genommen und das alles ein bisschen gemischt, sodass es ein bisschen frisch ist. Wir spielen die reduzierte Chris Walker-Fassung von 97. Das heißt, es ist ein 9-Mann-Orchester, drei Reeds, also Holzbläser, Tenor, Saxophon, Altsaxophon, Querflöte, Klarinetten, zwei Blechbläser, Trompete, Posaune mit Tuba zusammen, Gitarre mit Banjo zusammen und Schlagzeug, Bass und Klavier. Und ich dirigiere das halt vom Klavier aus. Diese Fassung hat den Vorteil, dass sie den Stil der 20er, 30er Jahre soundmäßig idealst trifft.